Moin moin, liebe Wassersportsfreunde. Mein Name ist Julia Wolf. Ich bin tätig für die Firma Aquamarine, Boote und Yachten. Wir sind ja Deutschlands erfolgreichster Janoon-Prestige-Händler und im folgenden Video stelle ich euch die Prestige 590 Fly vor. Handelt sich hier um ein komplett neues Modell. Im Januar wurde sie auf der Boot das erste Mal ja offiziell vorgestellt und gezeigt in Deutschland. Und wir gehen jetzt nochmal auf ein paar nette Details ein und ich möchte euch dieses Boot ja gerne schmackhaft machen. So, wir sind jetzt hier auf der Prestige 590 Fly. Wie ich bereits erwähnte, ist es ein komplett neues Modell, hat eine sehr schöne sportliche Form. Hier haben wir eine Länge von knapp 19 Meter bei dem Boot und eine Breite von knapp 5 Metern. Und ja, die Motorisierung, die wir hier wählen können, ist ein Cummins-Motor. Was besonders schon hier hervorsticht, wenn man auf das Boot drauf geht, ist diese sehr, sehr großzügige Sitzfläche. Ein Tisch, den wir hier natürlich auch enorm vergrößern können, sodass hier, ich würde schätzen, 6 bis 8 Leute locker Platz finden. Und ja, hier haben wir noch die Möglichkeit, Stauraum oder eben eine Skipperkabine draus zu machen. Auch super, super groß, sodass da wirklich ja eben viel Platz findet, egal was ihr da verstaut oder halt eben auch ja, eben der Skipper. Und dann gehen wir einmal rein und dann würde ich euch das Boot von drinnen zeigen. Ja, eben so bei diesem Boot sehr auffällig ist zum einen hier draußen die verspiegelte, ja, sehr große Glasfläche. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, diesen Bereich einmal komplett zu öffnen, sodass wir hier dann eben schön offenen Küchen- und Barbereich haben und ja, natürlich Luft, die hier reinkommt und auch Licht. Aber wir können das Ganze auch eben wieder zumachen und dann hat man hier diese schöne verspiegelte Front, was dieses, ja, Boot auch optisch natürlich größer wirken lässt. Ja, was ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte, ist hier diese ja doch sehr edle und stilvolle Küche von Prestige. Ihr seht, das sind klare Linien, sehr, sehr schöne Farben. Es ist alles ja, sehr, sehr schön eingerichtet. Es sieht sehr hochwertig aus. Wir haben auch hier einen richtig schönen großen Kühlschrank in Haushaltsgröße. Nun stehe ich hier oben im Salon. Ihr merkt auch hier, oder ja, ich hoffe, dass es rüberkommt, wie geräumig dieser Salon ist. Wir haben hier zu meiner Rechten eine ganz, ganz, ganz komfortable Riesensitzecke. Also es ist wirklich ja, schon eine Riesencouch und auch hier, ich denke, 8 bis 10 Leute finden hier Platz. Wir haben hier nochmal auf Steuerbordseite ja eine etwas kleinere Sitzgruppe zum Lesen. Ja, man kann sich hier gemütlich hinfläzen und den Kaffee genießen. Hat aber auch die Möglichkeit, jetzt über diesen Seitenausstieg, der auch neu ist, auch eben ja raus aufs Boot zu kommen. Steuerbordseite. Und dann ist man eben auch schnell draußen zum Anlegen, Fender raus und kann eben da auch schnell ja reagieren. Bevor wir jetzt hier einmal runter zu den Kabinen gehen, möchte ich euch natürlich hier einmal das Herzstück näher bringen. Das ist hier das großzügige Armaturenbrett. Ja, wir haben hier einmal zwei sehr, sehr große Farbdisplays, wo ihr eben all mögliche Anzeigen zu sehen bekommt. Autopilot ist mit dabei, dann die ganzen Schalter eben für die ganzen technischen Dinge. Und dann natürlich auch hier, wie ich vorhin schon erwähnte, auch der Joystick und auch die Sitzbank, ne, von dem Armaturenbrett hier oder vom Steuerstand ist schön groß, sodass hier auch 2 Leute sitzen können. Ja, wir sind jetzt einmal direkt gerade runter in die ersten Kabinen und das sind einmal die Gästekabinen. Ich stehe hier eigentlich schon direkt in einer drin, also hier auch für Gäste sehr großzügig, sehr viel Platz. Wir haben hier einmal ja, Steuerbord und Backbord Kleiderschränke, heißt auch genug Stauraum. Wir haben hier auch natürlich für die Frau einmal den schönen Schwingspiegel mit Licht sogar und natürlich auch hier einmal auf der Steuerbordseite das schöne große Bad mit Toilette und auch eben der Dusche, die sich hinter der Tür befindet. Bevor wir jetzt wieder hochgehen, möchte ich euch ganz kurz unter dem Niedergang eine Sache zeigen, die echt nicht schlecht ist. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, unter dem Niedergang tatsächlich die Waschmaschine unterzubringen. Kombigerät mit Trockner. Ja, was natürlich nicht fehlen darf, und das ist hier die ja, große Eignerkabine. Ihr seht es auch hier, die Stehhöhe, das ist eigentlich das, was echt hervorragt. Man kann hier super stehen. Ja, nun bin ich auch nicht die Größte, aber für einen großen Mann, der passt hier auch noch hin. Wir haben ein sehr, sehr schönes, bequemes Bett. Hier auch eine Sitzgruppe, ja, dass man hier, ich meine, wegen mit dem Buch sich morgens hinsetzt und dann eben rausguckt. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit eben vom Spiegel wieder für die Frau, damit sie sich richten kann. Auch hier sehr viele Schrank- und Stauraummöglichkeiten.
Ja, natürlich möchte ich euch das Highlight des Bootes zeigen, was auch dieses Boot gewissermaßen so ausmacht. Wir haben hier zum einen einmal das Bad, in dem ich mich jetzt befinde, mit Toilette, die befindet sich hier hinter. Wir haben die Möglichkeit, danach direkt in diese super große, geräumige Dusche zu kommen. Auch hier von der Stehhöhe, ihr seht es, ausreichend genug Platz, auch für große Menschen. Und dann kann ich danach direkt in den Kleiderschrank, kann mich hier anziehen, bin fertig und gehe wieder in meine eigene Kabine. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier auf der Flybridge. Wir haben uns hochgewagt. Ihr seht auch hier noch ein paar tolle Gadgets. Nicht zu vergessen ist hier einmal die Red Bar mit dem Grill. Kleiner Küchenzeile sozusagen oder Wasserhahn. Hier auch nochmal mit drin ein Kühlschrank. Also ganz, 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 super Modul. Auch hier oben ein Steuerstand mit denselben Instrumenten, wie ihr sie auch unten vorfindet im Salon. Und natürlich eine riesen Liegewiese. Also wenn man sich hier nicht hinlümmeln möchte, wir haben auch hier die Möglichkeit, das Ganze einmal noch mit anzukippen, sodass ich hier ein bisschen aufrechter sitzen kann, bequem ein Buch lesen kann. Und dann auch hier auf der rechten Seite nochmal eine ganz, ganz große Sitzecke. Ihr seht es auch hier, super großer Tisch. Und hier können 6 bis 8 Leute mindestens Platz finden. So, meine Lieben, das war es auch schon mit der Vorstellung der Prestige 590 Fly. Ich hoffe, dass sie euch ja sehr gut gefallen hat, so vom ersten Eindruck. Ihr könnt natürlich gerne noch mehr Informationen auch über uns erhalten, über www.aquamarin-boote.de. Gerne stellen wir euch das Boot natürlich auch noch mehr vor. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Durchstöbern.